So, ich habe jetzt so eine Befürchtung, dass wir zu wenig Eisen haben für 10 Drives. Aber zumindest, wenn wir mal ein, zwei Drives haben, ist das schon mal die halbe Miete. Hätte er sein können. So, also die Logic haben wir. Gut. Die Logik ist unser. Oh, ich bin so froh, hier endlich einen Teil vom Crafting, vom ME-System schon zu haben. So, letztes Silikon durchjagen. Ich glaube, ich brauche noch ewig, bis ich mein Ohrdings da habe. Aber egal, ich will das haben. Machen wir halt noch eine Folge, fertig. Und gut. Ich glaube, ich brauche länger als eine Folge dafür. Ah, gucken wir einfach. Ja, das ist ja gerade mal die zweite Rune, die ich herstelle. Und ich brauche, glaube ich, 8 oder so. Jetzt habe ich hier noch ein bisschen... Ja, habe ich. Ja, das mit dem Botanierzeug, das ist schon heftig. Heftig, ja, auf jeden Fall. Aber es ist halt ein Vorteil, wenn man auch mal ein bisschen was anderes zeigt von den Mods her. Ja, also Botanier kennt man bei mir noch gar nicht. Weil ich muss ja überlegen jetzt, was hatten wir im Moment? Wir hatten ja vorher, hatten wir Dings gespielt, ne? Hier Nike Shift. Ja. Und das war ja nichts Technisches und ich glaube, ich habe in noch keinem Video ein ME-System gebaut in der 1.7.10. Monster war 1.6.4. Ja. Aber das kam ja bei mir nicht, die WG. Ja. So, letzter von denen. Du kannst jetzt nicht da reinschmeißen, das verstehe ich nicht. Dich in die Lava? In den Mana-Pool geht das nicht. Hä? Also. Wenn ich mir diesen Netherwarzen angucke. Genau. Dann kann man die craften, indem man einen Blaze Rod in eine Mana-Infusion, also heißt es ja da, in den Mana-Pool reinschmeißt. Kann es sein, dass du da drunter einen Katalysator brauchst? Ja, ein Alchemie-Karte, das sehe ich gerade, ja. Kann man sich hier nicht schnell craften. Living Rock, Living Rock, Living Rock. Easy. Zwei Brewing Stands. Ja, toll, ich habe nur zwei von den Stäben. Würde ich drei brauchen. Von Brewing Stand brauchst du einen Stab, ne? Ja, ich glaube schon. Mana Pearl Gold Ignit. So, einen Stab brauchst du und dann drei Cobblestones. Wo haben wir jetzt? Sechs. Nervig. Muss ich den Katalysator dann irgendwie in der Hand halten oder wie ist das dann? Ne, der muss, glaube ich, unter den Mana-Pool nur drunter gesetzt werden. Jetzt steht er auf Erde, ich glaube, der muss auf dem Dings stehen. Okay. Aber den kannst du ja leicht drunter bauen. Ja, ja, klar. So, was brauche ich jetzt eigentlich noch als nächstes? So, die stelle ich mir jetzt quasi her. Charge Zertus brauche ich noch. Wie viel waren das jetzt? Living Rock 4, 2 Gold, eine Mana-Pearl. Haben wir eine Enderperle? Puh. Oder eine Mana-Pearl ist doch eine Enderperle, ne? Mana-Pearl, die brauchst du, glaube ich, eine Enderperle. Und die musst du in den Mana-Pool schmeißen. Ja, eben, genau. Ja, richtig. Wir haben eine Enderperle, gut. Bringen wir die schon mal in den Mana-Pool rein. So. Zumindest, ich möchte jetzt noch zwei Drives herstellen. Okay, die habe ich. Und dann heißt es, ganz viel Zertus Quarz sammeln. Ich brauche zwei Goldbarren. Endlich meine Verwendung. So, komm, ich brauche 8 Stück von denen. Gib mir die mal schnell. Zertus Quarz hast du ja nirgends mehr gesehen, ne? Das gucke ich dann, dann wenn es im ME-System ist, alles. Na komm. Wie war das jetzt? Achso, so. Wie beim Brewing Stand hier hin. Da habe ich einen Alchemie-Catalyst. Jetzt brauche ich aber noch so eine scheiß Stange. Ich muss nochmal losgehen, um noch so einen Blaze Rod zu kriegen. Schön. Wahrscheinlich droppen die jetzt gerade nicht mehr. So, gut. Wir brauchen die Dinger hier. So. Zwei Stück. Und jetzt brauchen wir noch Quarzglas. Moment, ich brauche mehr Redstone. Quarzglas. Haben wir hier noch Zertus Quarz Dust? Ah, ne, komm, machen wir uns Nether Quarz Dust. Bam, 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 ba, da, 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 da. Hallo Hölle, ich bin schon wieder da. Also dieser Weg darüber ist auch sehr gefährlich, den ich hier gebaut habe.
Egal. Jetzt bin ich hier noch nicht runtergefallen. Morlick. Man sollte den Teufel auch nicht an die Wand malen. Wir brauchen das hier. Hat jetzt den Netherquarz das genommen? Ja, gut. Rosa? Bitte, sein Chess. Ja. Das E-System ist fertig, willst du sagen? Wir haben zwei Drives vorerst mal. Yay. So, gleich mir das Zeug, das ich nicht mehr brauche, reinschmeiße. So, das ist alles im E-System. So, der erste hat schon mal keinen gedroppt, schade. So, das Problem ist jetzt wirklich, dass mir... Moment, wir könnten noch ein Drive, könnten wir noch machen. So, die können wir hier reinschmeißen. Iron brauchen wir gerade noch. Die Glass Panes können wir jetzt gleich ins E-System schmeißen. Moment, ich hab noch... Oh Gott, oh. So, pass mal, Obacht. So, nochmal die hier. Zack. Nimm doch die hier, bitteschön. So ein gefährlicher Weg hier. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Habe ich jetzt hier noch Redstone irgendwo? Ich hatte doch so viel Redstone mitgebracht. Kann ich dir nicht mitdienen. Hier ein ganzes Deck. So, 2, 2, 2, 2 und bitte hier noch einen zweiten Logic-Prozessor. Yes. 4 Drives. Und das nächste Mal machen wir dann mehr. Wie viel können wir jetzt reinlagern? Eine Menge. Vorerst mal. So. Ich werde mein ganzes Zeug eben für das ME-System hier reinschmeißen, weil sonst suche ich mich das nächste Mal wieder dumm und dämlich. Achso, da wollte ich hin. Ich habe eine Netherwarze. Yay! Oh mein Gott. War teuer, aber egal. Und jetzt kann ich das doch bestimmt irgendwie aufs Hostend packen und dann kann ich das anpflanzen, ne? Irgendwie sowas war das doch. Muss man ja irgendwie vermehren können. Ich will jetzt nicht die einen da verbrauchen, obwohl ich jetzt erstmal nur eine brauche, aber wir brauchen später bestimmt nochmal mehr. Ich habe Soulsand mitgebracht. Braucht die Wasser? Weißt du das? Nee, in der Inhalle gibt es ja kein Wasser. Haben wir Bone Meal? Knochen haben wir mit Sicherheit irgendwo. Da habe ich noch 4 Stück. Ah, es geht auf Warzen nicht. Egal, Hauptsache sie wachsen. Ja, warten wir mal. Oh mein Gott. Ansonsten können wir ja also noch mehr. Ja, wenn wir Blaze Rods jetzt haben, können wir die immer herstellen. Blaze Rods kann man ja farmen. Jupp. Das stimmt. Was mache ich mit so einem Miniaturherz? Ich kann das irgendwie essen. Was passiert dann? Lecker. Das ist nicht das, was ich hören wollte. Lass uns Herzen essen. Miniaturhart. Ich will wissen, was man damit macht. Steht das aus nicht Golden kriegt man Roten. Super. Das ist doch dann mir. Das ist Crafting-Rezept fürs Rote. Also. Ein U-Riddled Apple plus ein Miniaturheart plus ein Necrotic Bone plus ein Empty Kanister ergibt einen Red Heart Kanister. Und ach, den kann das man ist der Kanister. Tinkers Konster kann man den da sich irgendwo drauf. Den kannst du dir ins Inventar packen, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Nee, damit machst du deine. Warum hab ich jetzt eine Kiste in der Hand? Weil ich gerade Kisten abbaue. Ekelhaft. So, ich würde was sagen, das Essen lassen wir in der Kiste im Haus.
So, die weg. Weil es so schön ist. Weil es so schön ist. Was machen wir folgendes? Was ich schon die ganze Zeit eigentlich machen will. Okay, die braucht er noch. Weg damit. Und was da brauche ich noch? Auch noch was drin. Die Kiste für dein Botania. Oh ja, bitte. Also das, wo ich zumindest das Zeug zusammenbaue, lass das mal bitte alles drin, sonst finde ich es nie wieder. Zwei Drives orange, zwei grün. Ich bin echt stolz, was wir heute geschafft haben. Du zumindest, ich habe nicht so viel geschafft. So, was haben wir hier noch drin? Die ganzen, die können hier drin bleiben. Das können wir noch mitnehmen. Gut, möchtest du unser ME-System mal begutachten? Gleich, ich bin noch gerade wieder im Nether. Ach, schon wieder? Ich fühle mich hier wohl. Es ist schön warm und so, weißt du? Ach so. Dann könnte ich jetzt gleich mal gucken. Ne, wir haben wirklich keinen Zertus-Quarz mehr. Wofür brauchst du jetzt schon wieder Zertus-Quarz? Ja, für die nächsten Drives. Ich möchte noch 6 Drives herstellen, dass wir 10 Stück drin haben. Okay. Daher brauche ich noch eine Menge Zertus-Quarz. Das heißt, das nächste Mal farmen. Beziehungsweise das nächste ist eigentlich dann Tesseract. Das heißt, wir brauchen Magma Crucible und einen Fluid Transposer. Okay. So langsam nimmt das Ganze Gestalt an. Meinst du, wirst du langsam verrückt, ja? Ja, das stimmt. Okay. Er wollte ja gar nicht hören, dann weiß ich ja Bescheid. So, müsste eigentlich jetzt schon besser sein. So, ein Nether-Quarz, das. Jetzt ist nur noch hier gefährlich. Noch so, ich könnte natürlich jetzt, aber das ist zu teuer und dauert auch zu lang, das ist zu umständlich. Es ist zu teuer, es dauert zu lange, es ist zu umständlich. Da kann ich ja nicht Dings draus machen, ne? Nee. Ach, kommt mir doch auf, ey. Ja. Das war schon mal gut. Ja. Es sieht gut aus. Ich hab wieder nichts zu essen mitgenommen, weißt du? Auch wieder mal? Ja. Kann ich nicht dieses Flash essen? Chunk of Flash? Pff, weiß ich nicht, ob das schmeckt. So, ich darf es ja nicht vergessen, den Reaktor auszumachen. Wobei der echt lange hält, wenn er auf 10% läuft. Dann muss ich ehrlich gestehen. Ach, was ich unbedingt noch bauen darf, ist ein Cyanid-Schnüffler. So ähnlich. Ja. Warum sind hier drei gespawnt? Ach du Scheiße. Ach, du packst das schon ohne Rüstung. Nee, du hast Goldrüstung, stimmt ja. Ja, Goldrüstung ist super. Ich hab nur leider kein Leben mehr, weil ich kein Essen dabei habe. Hey, so ist das manchmal. So, ich könnte in der Zeit, wo du noch im Nether bist, einmal hier das Feld abarbeiten, ne? Kürze ich nicht. Zum einen, und man könnte ja auch Brot draus machen. Ist das da runtergefallen oder was? Ja. Ja. Oh shit, jetzt hätte ich nicht tun sollen. Ich bin ja fast tot. Ja, bevor die nächsten spawnen, weg hier. Ich kann nicht laufen, nix. Ich habe 5 Stück, das ist schon mal ganz gut. Was genau auf den Zoos sind, die ich da angelegt habe, weil ich den jetzt genug Mana habe, um überhaupt daraus Pflanzen zu machen. Aber ich habe daran gedacht, dass man sowas herstellen kann, oder? Die Netherwarzen, wenn man den Pech hat oder in der Festung. Vielleicht gibt es auch in der Festung extra keine, damit man die craften muss. Möglich. Genau, ich wollte noch mal ganz kurz was gucken. Geht das hier auch? Tatsache.
kann ja aus dem Weizen hier Wheat Flour machen, also hier Weizenmehl. Wenn man den in den Ofen knatscht. Ja, ja, okay. Bringt auf jeden Fall mehr. Mehr Brot. Ja. Mein Rechner sagt mir Neustart in 14 Minuten. Bist du bescheuert oder was? 4 Stunden bitte. Passt doch. Ja, klar. Der hat die Nacht zu rendern hier. Fordere ihn doch nicht. So. Und hochladen muss er auch. 4 Stunden, das wäre dann ja, da bin ich fast wieder wach. So, mehr Barley Seeds. Quatsch, ich muss ja dahin. Interessant! Er sagt mir, es geht nicht mehr, ich schmeiß rein und es geht trotzdem. Ah, jetzt geht es nicht mehr. Immerhin 4 Stück anstatt 5, ist egal. So, und dann packen wir den Rest hier noch rein. Unser Zoo ist wahrscheinlich bald wegen Überfüllung geschlossen. Warum ist der Nesser immer noch bei 0? Muss man die dunkel halten, weißt du das? Boah, könnte auch sein, ja. Aber im Nesser ist es ja eigentlich auch, wenn man es mal so sieht, hell, ne? So, einmal das hier reinschmeißen, das hier reinschmeißen. Geht das mit Barley auch? Ja. So, Barley, Barley, Barley. Im E-System, wo ist das? Direkt am Reaktor fast. Achso, da. Das ist das komische Ding hier, ja? Da kann ich, oder? So viel mehr ist es nicht. So, und da läuft auch meine Aufnahme wieder. Mein Windows dachte sich mal einfach, nee, Blaze, du darfst nicht weiterspielen. Ich mache jetzt mal Updates, ne? Ich starte mich mal eben neu. Einfach nur geil, ne? So. Aber jetzt ist er da, können wir abmoderieren. Genau. Ich muss jetzt sagen, ich habe wirklich heute viel geschafft, muss ich ehrlich gestehen, im E-System steht. Planung für mich das nächste Mal 2 Tesseracts zu machen, dafür brauchen wir halt noch eine Menge Enderpearls. Freue ich mich jetzt schon drauf. Enderperlen ist richtig hart, ja. Ja, müssen wir halt gucken, vielleicht haben wir hier in der Nähe irgendwo eine Wüste oder so. Und dann auf alle Fälle Quarry aufstellen, ich würde fast sagen da hinten irgendwo im Wasser. Und die Items lassen wir dann über den Tesseract und brauchen wir noch Item Ducts und ach, schlag mich tot. Aber kriegen wir. Aber wie gesagt, das Beste finde ich jetzt eigentlich, dass wir ein ME-System haben und nicht mehr 10.000 Kisten durchsuchen müssen. Oh, Gott sei Dank, ja. Jo. Wie gesagt, bei Rosa werden die Folgen ein bisschen um 1-2 Minuten teilweise länger sein. Länger gewesen sein, genau. Ich bin eh froh, dass mein Rechner so neu startet, aber der scheiß Vize-Beast-Launch, also das Direwolf 20-Pack, es dauert halt ewig zum Laden. Liegt aber auch mit am Texture-Pack, ist es leider so. Ja. Ich würde dann sagen, wenn nichts dazwischen kommt, sehen wir uns dann morgen wieder zu einer neuen Folge von Minecraft Firma. Yes. Es reicht jetzt eh, es ist 3:30. Es ist 3:30. Wir gehen ins Bett. Ihr guckt einfach die Folgen an. Genau. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Ciao. Tschüss.